Auf meinem Befehl. Folgt mir. Gut. Folgt mir. Also es war schon mal eine gute Idee, jetzt die brennenden Felsen anzugehen. Anstatt in die Uhrwerkhallen zu gehen. So, dann lassen wir sie mal gehen. Den Weg sollte sie ja finden. Kann nur ein bisschen dauern. Weil mit Agamun können wir noch nicht reden. Damit hätten wir den ersten Fluch gebrochen. Also ja, die meisten sind Level 30. Das heißt, mit einer... Ich hätte gerne 25er ohne, je nachdem, was es ist, was wir hier hinkriegen. Also, der Landschaft und dem Namen nach würde ich auf Dunkelelfen oder Orks in der Richtung tippen. Aber ganz so sicher bin ich mir da auch nicht. Was es dann sein wird. Also ich weiß noch, der Teil, der jetzt dann hier kommt, auf der Seite, ist Strategiespiel. Also mit Monumenten und Armeen. Sagen auch schon die Gebäude hier oben ein bisschen aus. Weil das, was wir bis jetzt hatten, war ja recht easy. Wir verlassen euch nun. Viel Glück auf eurer Reise. Ja. Ihr habt die Prinzessinnen erlöst, berichtet Agamun. Die Prinzessinnen sind frei. Uthos erster Fluch ist gebannt, berichtet Agamun davon. Vielleicht erzählt er euch von dem zweiten Fluch. Was? Ah, ihr seid es. Die Prinzessinnen sind erlöst. Gut, ihr habt den ersten Fluch von den brennenden Steinen genommen. Was hat es mit den anderen Flüchen auf sich? Der zweite Fluch traf Uthurs jüngeren Bruder, Surt, der sich mit dem Eisriesen Gorg verbündet hatte, um Uthur als Wächter des Kolosseums zu stürzen und an den Lavarubin zu gelangen, Uthurs größten Schatz. Surt stahl den Rubin. Doch Gorg wurde von den Zwergen der Grimwargberge geschlagen und der schwache Surt war schutzlos. Er flehte seinen Bruder um Gnade an, doch Uthur verfluchte auch ihn. Er verdammte ihn dazu, das gleiche Schicksal zu teilen wie sein Komplize Gorg. Als untote Kreatur sollte er hier eingesperrt bleiben, als ewiger Wächter über den Lavarubin, den er geraubt hatte. Uthur schloss das Tor und sperrte Surt und seine Gefolgsleute hier ein. Der Fluch sollte so lange halten, bis Surt den Lavarubin aus freien Stücken zurückgeben würde. Doch der gierige Surt klammert sich bis heute daran. Er ist immer noch hier gefangen. Er kennt nur Vernichtung und rasende Wut. Ihr müsst ihn schlagen und den Lavarubin an euch nehmen. Aber ihr dürft ihn nicht behalten oder der Fluch trifft auch euch. Bringt den Lavarubin zu mir, damit ich ihn den Feuern der Erde zurückgeben kann. Ja, das sollte ja gehen. Wir speichern hier aber sicherheitshalber mal.
Ja, vorwärts. So, dann können wir hier durch. Folgt mir. Schnell. Jetzt mal sicherheitshalber für unser Monument. Also ja, Dunkelelfen. Aria. Und los. Eisen. Noch mehr Aria. Ja, Wölfe, die Mondsilber bewahren. Ja, vorwärts. Vorwärts. Also habe ich mit Dunkelelfen gar nicht mal so falsch gelegen. Gut, damit sollten wir klarkommen. Und los! Folgt mir! Und los! Gucken wir uns aber mal noch fertig. Folgt mir! Was es sonst noch hier so gibt. Also da, wo wir gucken können, weil die Gebäude sind ja nicht aktiv. Vorwärts! Also ja, wenn ich am Mondsilber will, muss ich die Wölfe hier schlagen. Und wir haben... Vergessen. Mir nach! Was sagte der zweite Fluch? Uthos Bruder Surt hat ihm den Rava-Rubin geraubt. Dafür verfluchte dieser ihn, als Untoter in ewiger Kriegsluft aus den brennenden Steinen zu wandeln. Und los! Und los! Vorwärts! Okay, hier ist auch nur... Sofort! Und los! Ich kann eigentlich mit meinem Main Hero alleine erkunden gehen. Und die zurücklassen. Ist die Frage, will ich die da einreißen, bevor ich das Monument aktiviere? Ich tippe mal auf wahrscheinlich ja, weil die sind so nah am Lager. Ich meine, gut, wenn man sich das karge Zeug hier anguckt, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten eigentlich. Zwerge oder Dunkelelfen. Es gibt keine Bäume. Das heißt, Orks fallen raus. Orks und Elfen fallen komplett raus und Menschen und Trolle würden auch rausfallen, weil woher Holz zum Bauen kriegen? Aber wie gesagt, ich erkunde jetzt erst einmal, wo überall Lager sein könnten. Also das ist ein großes Lager mit drei Gebäuden. Könnte aber sein, dass es trotzdem nur ein Spawnpunkt ist. Das ist ein kleines Lager. Weiter oben scheint es auch noch was zu geben. Also ja, wir reißen das Lager hier von vornherein ein. Dann haben wir nämlich nur den Zugang, den wir beschützen müssen, und den Zugang hier oben, den wir beschützen müssen. Am besten hier an der Stelle. Aus anderen Richtungen können sie ja da nicht kommen.
Okay, und hier ist auch nochmal ein großes Lager. Oder ein mittleres und ein zweites Heldenmonument. Mhm. Ach, es ist ein großes Lager, okay. Folgt mir! So, das heißt, alle mal wieder zurück hierher. Dass wir erstmal das Lager da unten ausschalten. Oh, eine rasende Besse. Die könnte etwas ungemütlich werden. Von denen scheint jedes Lager eine zu haben. Ja. Aber ansonsten sollten sie nicht so nicht so schlimm sein. Also da können wir das Lager hier unten auslöschen. Ich frage mich nur, ob wir da in das kleine Tal eine Buntsilbermine-Rache reingequetscht kriegen. Damit wir halt wenigstens ein paar Kriegsherren ausbilden können. Ja, aber wenn, dann würde ich Kriegsherren nehmen, einfach... damit wir unser Eisen auch für was verwenden können. Und nicht so viel Mondsilber. Ja, vorwärts! Und lieber kämpfen! Hier, sofort! Sie sind für die überall! Runde. Ja! Halt doch still! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Unverzüglich! Feindlicher Angriff! Das kitzelt. Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Das kitzelt! Haltet durch, Männer! Und alles kaputt machen! Schließt die Reihen! Und alles kaputt machen! Okay, schließt wenn wir die rasende Bestie tot kriegen, ist es gut. Das kitzelt! Also ja, wir würden theoretisch jedes Lager so mit unseren Helden nachkriegen. Schließt die Reihen! Schlagt sie zurück! Wird lustig, wie seine Spiegelbilder auf mein Zeichen. In die Schlacht. Nach mir benannt sind. Was wünscht ihr, Rune? Unverzüglich! Wenigstens scheinen die Gräber schnell zu fallen. Auf mein Kommando! Gut. Folgt mir! Vorwärts! Ja. Surts Getreue stehen ihm auch jetzt noch zur Seite. Ihr müsst sie vernichten, bevor ihr euch Surt stellen könnt. Mhm. Oh. Die ersten Lager haben Spawner gekriegt. Das heißt, jetzt müssen wir anfangen. Auf mein Schnell. Kommando! Und los! Haben sich die Spawner jetzt resettet? Sieht irgendwie fast danach aus. Wie kann ich dienen? Ja, das ist leicht.